Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Fernbus-Simulator. Wir machen heute weiter mit unserer Fahrt von Frankfurt, immer Frankfurt Flughafen, über Bonn, Köln, Leverkusen, Mönchengladbach und so weiter bis rüber nach Kassel. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen weiter, auf jeden Fall, mit unserem Fernbus-Simulator. Wir fahren natürlich realistisch. Nein, ich habe das DLC noch nicht. Wie gesagt, ich werde es mir wahrscheinlich heute noch kaufen. Dass wir auch mal einen anderen Bus sehen als unseren aktuellen. Also es geht, wie gesagt, wahrscheinlich immer noch nicht. Natürlich nicht. Wie gesagt, wenn ich euch das jetzt hier anmache, ihr seht es halt genau so, wie es jetzt hier auf dem Bus ist. Es tut mir leid. Ich würde so gerne euch hier ein paar neue Sachen zeigen. Das ist total toll, aber es ist halt nicht machbar. Nee, ich würde es auch gerne euch eine andere Dings zeigen. Aber egal, ist halt so. Kannst du nicht ändern. 10, 11, 12. Ist 12 das heute? Ja. So, wir werden die Zeit ein bisschen nach hinten verziehen. Ziehen müssen. Ja, 9 Uhr passt so, weil das fährt ja. Ja, das ist schon mal ganz gut. Wetter dynamisch. Störungsmodus realistisch. Und dann geht es los. So. Na denn, auf geht's. Unsere Reise von Frankfurt aus jetzt erstmal zum Flughafen. Warum da auch immer in der letzten Folge nicht angezeigt wurde eigentlich. Ich hätte in der letzten Folge mit reinhauen müssen. Aber können, wie auch immer. Ihr wisst, wie ich das meine. So, haben wir erstmal alles an. Ja. So. Klimaanlage an, auf 21,5 Grad. Da meckert keiner. Das ist mal gut. Küche an, WLAN an, Toilette an, Bildschirm, die Fahrgastmonitore an. Meine Fresse. Die Zielanzeige natürlich an. Das haben wir an, das haben wir an, das haben wir an. Wunderbar. So, zu. Und auf geht's in Richtung Leute. Ich könnte wahrscheinlich wieder viele mitfahren. Seht es mir nach, ich bin eigentlich nicht erkältet. Eigentlich ist das nur Heuschnupfen. Das ist halt leider eigentlich so. Boah, Alter, der LKW zieht aber auch raus. Na gut. So, 13 Kilometer sind das bis München. Bis zum Startpunkt. Franzose vor uns, okay. Wahrscheinlich ist er gleich 100 Meter weiter und das ist ein deutsches Kennzeichen. Das haben wir schon mal. Naja, gut. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Auf jeden Fall hier bei unserer schönen Fahrt nach Kassel-Wilhelmshöhe von Frankfurt aus. Eigentlich ist die Strecke nicht allzu weit. Das sind 120 Kilometer oder so vielleicht, wenn es so grob sie ist Luftlinie. So weit ist es halt nicht, aber wie gesagt, wir nehmen komplett NRW eigentlich mit. Jetzt schließen dann quasi einmal Westdeutschland ab oder wollen zumindest in die Richtung oder schließen wir Westdeutschland komplett ab. Ja, ne? Ne, Bielefeld ist noch mit drin. Ach, die Bielefelder, die Stadt, die es nicht gibt. Ja, gut, okay, das wäre jetzt ein mega Schlenker gewesen. Dann können wir wahrscheinlich, wenn wir von Kassel aus den Staaten wahrscheinlich ja Kassel, Erfurt, Halle, Potsdam, Dresden, Potsdam, ja, und dann wahrscheinlich in Magdeburg, Braunschweig, Wolfsburg und so die ganze Ecke da oben, dann haben wir das einmal weg und dann haben wir, glaube ich, eigentlich, wenn es richtig im Kopf habe, komplett Deutschland eigentlich fast abgeschlossen, ne?
Also so 2-3 Folgen noch vielleicht, dann haben wir vielleicht damit Deutschland weg. Und dann geht's eigentlich nur noch über nach Frankreich. Und dann geht's eigentlich nur noch über nach Frankfurt. Nach Frankreich. Entschuldigung. Weil ich hier Frankfurter Kennzeichen von mir. Oh, Alter. Hallo, Apfel wird grün. Hallo, Apfel. Entschuldigung. Grün, ja, doch. Na dann. Geht's los. Auf los geht's los. Also schon wieder früh am Morgen. Also ich habe ja gestern aufgenommen. Na? Und jetzt sitze ich schon wieder dran am Fernbus-Simulator. Ich würde das Spiel ja irgendwann gerne auch abschließen. Mit euch, für euch. Und dann wollen wir mal gucken, was wir da sonst nächstes machen. Haben wir überhaupt was sonst nächstes machen? Jetzt kann ich natürlich nicht an dem Auto vorbei. Das ist, na gut, das macht eh keinen Sinn in der Stadt. Aber jetzt. So, muss ich mir jetzt nicht da ewige 3 Tage dahinter stellen. Oh nein. Oh Gott. Fahr sie nicht so schnell über die Bordsteinkante. Doch. So, also einmal kurz hier rüber. Und nein, wir haben Frankfurt nicht abgeschlossen. Beziehungsweise. Ja, von gerade es ist klar, es ist am Morgen und wir wollen wahrscheinlich sehr viele jetzt von Frankfurt von hinten mit dem Bus nachbringen. Nach Flughafen. Hallo, bin ich hier richtig? Weiß ich doch nicht. Wo willst du hin überhaupt? Nach Essen. Kerem Hesse, nach Esse. Jawohl. So, du bist richtig, ja. Hallo, fahren Sie in meine Richtung? Oh, Leverkusen, bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ich war ja schon in Leverkusen am Flixbus. München. Du willst zum München, ne? Das ist ja falsch. Nach Düsseldorf! Irgendwo nach Düsseldorf, der Rajan! Naja, klar, gerne. Moin Moin. Ja, ich komm schon her. Paderborn. Paderborn. Was ist denn Rajan Adolf da unten? Auf geht's. Hallo, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Nach Dortmund, da will doch keiner hin. So. Ticket kontrolliert. So, du bist schon mal weg. Hab gefrühstückt. Wer bist du hier? Hallo. Oh, Olle. Olle. Er fährt halt nicht mit. Hallo. So. Ich hoffe, ich bin nicht. Nee, Pilsen. Ja, nicht. Grüezi. Bin ich hier richtig? Nach Duisburg, der Sandro. Sandro. Da oben. Danke sehr. Mahlzeit. Doch, Gulli. Du bist der Emanuel Ackermann. Da unten ist er. Dankeschön. Und du bist bestimmt die Nea Schrader, die kann ich aber gerade nicht anquasseln. Ja. Jetzt. Ja, ja, ist gültig, ist wunderbar, ist alles gut. Lass dich schon vorzeitig anquatschen, dann muss ich nicht nochmal früher kommen. So, Klappe zu, Affe tot. Und der nächste Halt ist dann der Flughafen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Wir sehen uns eh nie wieder. So, Fahrt starten. Ja. Flight Departure, Flight Arrival. Das sind die Pausen. Nächste Pause ist um 13 Uhr offiziell. So, dann machen wir uns mal auf. Ah, zum Flughafen. 60 Kilometer sind 70. 60 Kilometer sind es, ja. Ist ein Stück. Also, Flughafen außerhalb, ne? Muss ich sagen. Der Flughafen. Oh, ich muss hier abbiegen. Eigentlich. Bist du so nett? Lässt mich rein? Nee, ne? Lässt mich nicht rein. Interessiert mich aber herzlich wenig. Tschüssi. Sonntagsfahrer. Nee, Montag. So. Aha, auf geht's. Kann man wieder justieren, wieder einprogrammieren und dann. Oh, 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 oh. Ups.
Ja, haha, meine Schuld, natürlich, klar. Ich habe dem voll die Vorfahrt genommen. Werden wir von der Polizei verfolgt? Klar. Sonst werde ich dich abhauen. So, ohne Führerschein ist das halt schon scheiße. So, fahr mal durch. Warte mal. Komm, ich gehe euch mal ein bisschen, auf den Senkel mit der tollen, tollen Ansage. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Mhm. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. Hello. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Du bist auch aus wahrscheinlich, ne? We're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Jo, nachdem die tolle Ansage jetzt endlich mal zu Ende ist, kann ich jetzt endlich mal weitermachen. Jetzt muss ich mich ein bisschen orientieren. Er sagt nach rechts rüber. Okay, machen wir das nochmal klar. Ah ja, da vorne ist ja die Hölle. Ja, geil. Finde ich cool. Also ich hatte... Oh, warte mal. Ja. Was ist denn hier für eine Ecke? Boah, Alter. Muss echt höllisch aufpassen, ne? Dass du nicht hier irgendwie anhängst, weil ich mit dem Doppelstopp... Vor allem, hier steht doch kein Schwein. Hier steht... Also hier, klar, wollen natürlich welche raus. Das ist klar, da brauchen wir die hintere Tür auch mal. Boah, ich muss sie doch vorne aufmachen, weil ich muss ja selber raus irgendwie. Ja, das ist... Es wollte eigentlich keiner zum Flughafen. Das heißt, wir können quasi mehr oder weniger direkt weitermachen. Und ich glaube, die nächste Haltestelle ist dann Köln, ne? Kann das sein? Köln? Die Bonn ist die nächste Haltestelle dann, ne? Die wollen keine rein mit Speed fahren, okay? Gut, dann fahren wir weiter. Fahren wir nach Bonn. Ja, genau, Bonn bis zur Halberdorf. Hier wollte keiner raus und keiner rein. Naja, voll nett. Jetzt muss ich gerade gucken, wenn ich das hier was kommt. Ich sehe nämlich auch gar nichts. Ich muss mir tatsächlich jetzt ein bisschen am Gehör fahren, also da scheint wohl nichts zu kommen.
Ach, die nächste Haltestelle ist direkt, ach, die nächste Haltestelle ist direkt hier vor. Warte mal. Wo ist denn hier hin? Willst du mich verarschen jetzt? Die ist hier vorne irgendwo, die Haltestelle dort? Blöde Frage. Wo muss ich denn da lang? Warte mal. Der sagt ja jetzt gerade hier die nächste Haltestelle an. Also quasi muss ich jetzt hier links, ne? Ach, hier vor ist die. Nee, warte mal, halt. Nee. Sekunde. Warte mal. Muss ich denn da jetzt hoch? Rechts hoch? Ja. Warte. Oh, jetzt auf den. Nee, das macht doch keinen Sinn. Warte mal. Muss ich da echt jetzt rechts hoch? Ja, eigentlich schon, ne? Nach da vorne, ja, tatsächlich. Ich hätte jetzt rüber geguckt, linke Seite, aber da scheinen wir gerade gestanden zu haben. Und jetzt müssen wir nochmal hier rüber. Und da stehen Leute tatsächlich, ja. Gut, okay. Ein bisschen verwirrend hier. Das wird doch lustig, wie gesagt, im August, wenn ich hier bin. Ich verliege ja von hier aus quasi. Ich habe hier einen Zwischenstopp. Wenn ich nach Zürich fliege. So, hol die Kamera mal auf. Sind ein paar Leute. Moin, hallo. Moin. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Du möchtest am Mönchengladbach. Henriette. Henrike, Entschuldigung, heißt du. Hallo, mein Ticket. Ja, der James. Vielen Dank. Ach so. Grüezi, bitte sehr. Leverkusen, du bist der Aurelio. Danke sehr. Haben wir. Und deine Perle? Probieren? Zum Mönchengladbach. Hat Zeit Petri. Bist du mit Wolfgang verwandt? Ist das dein Papa? Mit der Frisur passt das nicht. Hi. Sie wollen Piet. Jawohl. Ciao. Nach Köln wieder. Gut, dann haben wir das auch. Dann haben wir erstmal den Airport abgeschlossen. Und dann geht's jetzt in Richtung Bonn. So. Hehe. So, Bonn. Jetzt muss ich wieder eine tolle Ansage machen. Sind ja Leute zugestiegen. Hallo und herzlich willkommen bei. Und wir machen weiter. Noch einmal kurz Hallo, einmal kurz hier die. Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Mhm. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Warte mal, wo müssen wir jetzt lang? Internet. Schaut doch mal auf Richtung Bonn, richtig Wiesbaden, ne? Ja. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Ja, das muss ich mit ins Englische kriegen wir jetzt gleich mit, noch mit dazu. Ich mache hier kurz die kleine Anführungszeichen Videopause, wie gesagt, für euch läuft das ja ungeschnitten weiter. Hello and so. Welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore,
Please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas, and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ja, das müssen wir jetzt mal noch anhören. Ja, wir haben den Flughafen von Frankfurt jetzt verlassen, sind jetzt auf dem Weg nach Bonn. Es sind jetzt noch ca. 197 Kilometer. Ihr seht es unten rechts, beziehungsweise auch oben. Oben sieht das nicht, oben sieht das nur das Fahrziel. Unten rechts auf jeden Fall seht das. Die Fahrt 195 Kilometer, da unten läuft die Zeit mit, links mit. Ja, also wir machen jetzt, wir haben jetzt quasi fast Hessen komplett abgeschlossen. Wie gesagt, es fehlt noch nach Kassel, das ist aber unser Endziel. Und jetzt werden wir wahrscheinlich fast NRW abschließen, also NRW werden wir in der nächsten Folge abschließen, weil es fehlt tatsächlich dann noch Bielefeld. Bielefeld habe ich jetzt nicht mit reingenommen in die Route, sondern Kassel. Und dann werden wir von Kassel wahrscheinlich dann wieder in Richtung Heimat fahren. Und zwar geht es dann wahrscheinlich über Halle, Potsdam, Dresden, wieder Richtung, dann ist wahrscheinlich Richtung Bielefeld hoch. Dass wir den Norden dann mehr oder weniger weg haben, bis auf ein paar Haltestellen. Ich glaube, viele sind es auch nicht mehr so. Weil wir haben ja fast alles da oben weg gehabt. Also wie gesagt, wir werden wahrscheinlich dann über, ja, hier oben lang fahren. Potsdam, Magdeburg. Genau, hier oben haben wir ja alles. Wolfsburg, Braunschweig haben wir noch nicht. Hannover haben wir noch nicht. Steinhude haben wir noch nicht. Bielefeld haben wir noch nicht. Osnabrück haben wir noch nicht. Ja, und Flensburg haben wir noch nicht. Ne? Flensburg wird wahrscheinlich das Endziel dann werden. Auf der nächsten Route. Meine Güte. Ja, und dann haben wir das auch quasi. Dann haben wir, glaube ich, Deutschland fast, bis auf jeden Fall nach unten, ja, abgeschlossen. Also uns fehlen halt, wie gesagt, hier unten noch die beiden Haltestellen Konstanz und Hohenschwangau. Ansonsten haben wir ja alles da unten schon weg. Und dann können wir uns wahrscheinlich, ja, sagen wir mal so zwei, drei Fältchen noch, dann können wir uns Frankreich widmen und dann haben wir eigentlich fast fertig das Spiel. Wenn wir dann Frankreich durch haben, müsste es dann eigentlich auch geschafft sein. Also lass es mal so, ja, lass es mal so 7, 8 Folgen vielleicht noch sein. So Dreh rum. Also ist es kein wirklich langes Let's Play. Es ist ein zeitintensives Let's Play, ja, weil jede Folge fast 2 Stunden geht. Aber A, es kommt gut an. B, es macht gut, macht Laune. Und Sie haben diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch zu oft. Och, den habt ihr doch in der letzten Folge zu Genüge gebracht. Oh, es wird Zeit, dass neue NPC-Gespräche reinkommen. Ja, also wie gesagt, es ist zeitintensives Let's Play, es ist ein spaßiges Let's Play, macht natürlich auch Laune, das Ding, das ist klar. Ich fahre natürlich jetzt nicht wie der letzte Henker in der letzten in den letzten beiden Folgen, das lag aber auch ein bisschen an der Uhrzeit, weil wir haben jetzt früh um 10. Also wir fahren alles ein bisschen entspannter. Woody hat den Druck abgebaut. Ich bin wieder gut drauf. Ich war auch gut drauf, ja. ja, alles gut. Von daher kann man heute ein bisschen entspannter das ganze Ding hier angehen. Ne? Ja. So, dann fahren wir hier mal vorbei. Bis vorher meint wieder einer auf der linken Spur parken zu müssen. Auf der rechten Spur parken zu müssen. Ich muss bestimmt mal ein bisschen die Schilderung poppen. Bonn, geradeaus. Das ist immer richtig. Ja, alles gut. 100, vielleicht haben wir noch 150. Und
Und dann geht's auf unserer schönen Reise ins Ruhrgebiet. Und je nachdem muss ich wahrscheinlich gleich eine kleine Fotosession machen, aber das mache ich sowieso offscreen. Ich werde da wahrscheinlich einen Break machen. Aber wie gesagt, gut. Für viele, die mich nicht kennen, ich bin in Real Life Busfahrer. Also für Linienbus tatsächlich, nicht für Fernbus oder für Reisebus. Mein Lieblingsfußballverein ist der FC Schalke 04. Ja, ich weiß, wir sind in die zweite Liga gerade abgestiegen. Und wenn wir in Gelsenkirchen reinkommen, was ja auf unserer Route liegt, und es ist tatsächlich die Arena drauf, will ich da gerne für mich ein Foto machen. Das ist halt genau das, was ich machen will. Aber das werde ich wahrscheinlich dann über das Spiel selber machen. Aber wie gesagt, ihr werdet davon nicht viel mitbekommen. Es wird nur davon auslaufen, dass ich uns anhalte. Bei Frankfurt haben sie zum Beispiel drin. Leipzig habe ich nicht gesehen, Köln habe ich nicht gesehen. Da müssen wir gucken, wie gesagt, wenn wir nachher nach Köln fahren oder später nach Köln fahren. Ich weiß nicht, ob wir dann über Landstraße fahren. Wahrscheinlich aber nicht, ne? Wir werden wahrscheinlich Autobahn straight fahren, oder? Warte mal, Köln. Da ist Köln. Nach Leverkusen? Warum fährt nicht über die Autobahn? Der fährt hier über die Landstraße. Wenn ich das richtig sehe. Der fährt über Landstraße, weil eigentlich fährst du von Köln aus, kannst du tatsächlich hier über die. Obwohl, wir fahren hier über die Autobahnkreuz. Ja, das könnte. Warte mal, die 1 ist gar nicht drin, ne? Die A1. Die 4 und die 45 Richtung Frankfurt ist drin, ja. Aber die 1 ist nicht drin, tatsächlich. Also das ist eine der größten Autobahnen. A61 Richtung München-Gladbach, ja, das passt schon. Das ist die Autobahn Richtung Venlo, die aus dem Süden kommt, also quasi dann aus. Hast du den Blitzer gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Da bin ich gerade tatsächlich überrascht worden. Die kommt ja eigentlich aus dem vom Kreuz Hockenheim. Die fahre ich eigentlich. Ich bin eigentlich gebürtig aus NRW. Oder nicht gebürtig, sondern ich bin eigentlich, ich habe lange in NRW gewohnt. Ich bin gebürtig aus der Nähe von Berlin. Und habe lange in NRW gewohnt bis 2019. Dann bin ich hier rüber nach Sachsen gezogen. Quasi deswegen habe ich auch Leipzig als Startort ausgewählt. Weil ich bin eigentlich, ich wohne in der Nähe von Leipzig. Die ganze Zeit weg, so eine halbe Stunde vielleicht. Ja, circa. So, jetzt fahren wir hier rüber. Wenn der rote mal da vorbeifliegt. Jawohl. Und ja, mich wundert tatsächlich, dass die Linie, dass die Autobahn A1 nicht mit drin ist. Das finde ich ein bisschen schade, weil dann da liegt nämlich mein alter Arbeitgeber. Und da hätte ich gerne gehofft, dass wir da vielleicht da vorbeifahren, wenn wir gerade, wie gesagt, von Köln nach Leverkusen fahren. Oder von Leverkusen nach Köln. Weil es gibt dort eine riesengroße Baustelle. Nämlich die Rheinbrücke zwischen Köln und Leverkusen. Und da auch noch, wo das Fußballstadion steht. Und da hatte ich vielleicht gehofft, dass wir da rüberfahren und uns mal die Umleitung angucken, wo die mit dem Bus fahren. Weil eigentlich ist diese Brücke für LKWs und Busse gesperrt. Beziehungsweise für Fahrzeuge über 300 Tonnen. So rum ist es eigentlich, muss man es eigentlich anmerken. Am Anfang haben sie da haben sie ja so irgendwelche Barrieren reingesetzt und alles. Am Anfang sind da teilweise echt LKWs reingefahren. Da ist man Konvoi reingefahren, so ein Bundeswehr-Konvoi. Ich weiß nicht, was die geladen haben, auch irgendwas Schweres. Den Panzer hatten sie, glaube ich, nicht drauf. Aber irgendwas Schweres. Und er hat sich einmal kurz auf diese Barriere gefahren. Weil diese Barriere hat wirklich nur 2 Meter. Also da passt tatsächlich, da soll und darf kein großes Fahrzeug durch. Und das versuchen immer mal wieder. Haben wir alle schon erlebt. So kleine LKWs, die sind da einfach durchgeknallt. Weil die Brücke einfach so durch ist, einfach so runter. Und deswegen hatte ich gehofft, dass wir vielleicht drüber fahren. Oder beziehungsweise daran vorbeifahren und zwar einfach mal die Umleitung gucken. Ich kenne sie nämlich, ich kenne die Brücke, ja, ich kenne die mit dem Auto vor allen Dingen. Mit dem Bus und sowas bin ich dann natürlich noch nie rüber gefahren. Naja. Schauen wir mal. Wie ist das? Also, ich bin ja noch nicht ein bisschen gedacht, dass wir von Leverkusen Käufer, aber der schickt jetzt sogar über Landstraße. Boah, da. Die parken da aber auch wirklich. Schon wieder so ein LKW, der hier einfach mal kurz den kompletten Verkehr aufhält. Macht dein Telefon aus. So viel haben wir noch? 90 Kilometer bis Bonn. Und dann fahren wir wieder nach Köln. Schaut mal, Köln danach, ne? Ja, das ist eh nicht weit. Also Köln, Leverkusen, das ist alles jetzt Sachen nacheinander. Mönchengladbach, dann nach Düsseldorf rein. Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Dortmund und dann haben wir den Weg über Paderborn und Kassel.
Ja, dann haben wir, wie gesagt, bis auf eine Stadt, Nordrhein-Westfalen, wieder abgeschlossen. Weil es dann natürlich die Stadt noch fehlt, die nicht existiert. Tagebau Hambach? Hambacher Forst? Ja, natürlich, kennt man. Klimaaktivisten und sowas. Ihr wisst, was ich meine. Ist hier rechts irgendwo? Das, also hier die Gegend ist tatsächlich sehr, sehr viel, was Tagebau betrifft. Ist das hier rechts der Hambacher Forst? Könnte, ne? Könnte. Das ist nämlich direkt in der Nähe von der Autobahn, Domstadt Köln. So, die Frage müssen wir jetzt gerade ausmachen, weil Bonn ist, glaube ich, nicht ausgeschildert. Ne, wir müssen rechts runter. Weil es ist nämlich Köln und Erfurt ausgeschildert. Ich wollte gerade sagen, Bonn habe ich mich jetzt gerade nicht gesehen. Aber Köln ist schon irgendwie gefühlt die richtige Richtung. Erfurt noch nicht. Das kommt doch. So. Jetzt hier nach Köln. Ich kenne die Ecke, glaube ich, hier. Ich glaube, ich bin hier mal mit dem Auto lang gefahren. Wenn ich mal Bekannte besucht habe, meistens fahre ich dann immer. Also wenn ich damals in der Heimat war, bei meiner damaligen Freundin, die wohnt ja hier in Sachsen, deswegen bin ich ja hier hochgezogen eigentlich erst. Da sind wir dann hier lang gefahren mit dem Auto. Ich bin ja sehr oft die Strecke gefahren. Da kann ich mich ein bisschen dran erinnern, Leke. Sind wir schon in Köln? Da vorne ist Köln, der Dom und Fernsehturm? Wir sind doch in der, wir müssen doch nach Bonn erstmal. Gut, das liegt alles, das liegt beieinander. Also wir fahren jetzt Richtung Köln und fahren dann quasi einmal kurz rüber nach Bonn. Und Köln kenne ich ja, wie gesagt, kennen wir ja aus dem Video. Da habe ich ja den Städtetrip kurz gemacht. Quasi zweite. Das ist hier nicht die Formel 1. Och, glaub mal. Ja, wir müssen jetzt hier Richtung Bonn fahren. Hier kommen übrigens auch die tollen Gummibärchen her, ne? Die kommen aus Bonn. Also hier die, ihr wisst, was ich meine. So, da vorne ist die Tankstelle, die brauchen wir aber nicht. Wir sind in Köln. Wieso fahren wir durch Köln durch? Ja gut, wir fahren Köln rein und fahren dann runter, ne? Fahren dann rüber nach Bonn. Ich habe schon Bits heute mitgekriegt. Jetzt muss ich gucken. Köln, Innenstadt, Messe. Nee, warte mal. Bisschen geradeaus. Ja, es macht natürlich jetzt total Sinn, noch da zu holen, während ich der und die anderen abbiegen, aber ich fahre trotzdem rüber. Also wir sind in Köln, wir müssen wie gesagt erstmal nach Bonn. Wir haben noch 44 Kilometer nach Bonn. Okay. Ich hätte auch gedacht, das war jetzt tatsächlich ein bisschen. Schon wieder ein Handy, das klingelt. Oh, ist hier rechts. Ach egal. Komm. Einmal kurz abkürzen über die Bordsteinkante. Da ist der Dom. Wir sind gleich wieder da, Köln. Keine Sorge. Voraus, ne? Wie gesagt, wir haben die. Haben uns den Dom hier und alles haben wir jetzt ja angeguckt. Das waren wir ja hier. Wie gesagt, zweite Folge, glaube ich, war es. Ja, Leipzig, erste Folge Köln, zweite Folge, dritte Köln. Folge Zürich. Nee, Quatsch, Köln, dritte Folge, zweite Folge Zürich. So. Jetzt haben wir noch 37 Kilometer bis Bonn. Und dann fahren wir eigentlich wieder weniger hier wieder zurück, wo wir sind. Und dann geht es wieder Richtung Leverkusen. Wie in der Großstadt erstmal eine rote, erstmal rote Ampel. Jetzt sind wir nämlich von der Autobahn erstmal runter. Jetzt haben wir hier nämlich den ganzen Großstadtverkehr. Wir haben, wie viel haben wir jetzt? Früh um 11. Ich habe die Zeit ja ein bisschen nach hinten gezogen, deswegen haben wir ja später Pause. Was für nochmal Pause offiziell? Halt.
Um 1. Jetzt müssen wir noch die Uhr gucken. Ich habe nämlich schon Zeit gehabt, wo ich um 7 früh gestartet bin. Die letzten zwei Folgen war das nicht der Fall. Da sind wir dann da, weil nämlich hätten wir jetzt Pause machen müssen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Luft. Ich denke mal, wir können vor Köln. Ja, vielleicht schaffen wir es kurz vor Köln, Leverkusen, so ein Dreh rum, um wieder auf Hause zu mal gehen. Wurden wir gerade geblitzt? Ja. Ist mir aber auch gerade herzlich egal. Ich sage, ich zahle die Scheiße nicht, die Firma zahlt. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Flixbus geregelt ist. Also das kann ich jetzt tatsächlich mit bisschen nicht so. Bei uns ist es so in der Firma, wenn man die Verkehrsverstöße, also wenn man von zu schnell gefahren ist oder wenn man geblitzt wird oder was auch immer, zahlen wir selber. Aber es gibt eine Sonderregelung. Und zwar bezahlen wir, wenn wir, glaube ich, mit Fahrgästen sind oder auf Linie sind, bezahlen wir, glaube ich, sogar das Doppelte. Also die Strafe verdoppelt. Und ich glaube, wenn wir Leerfahrt haben und einfach nur so von A nach B fahren, ich glaube, dann zahlen wir einen normalen Preis. Also so ist das zumindest beim Busfahrer geregelt. Klar, mit Fahrgästen sowieso. Ich meine, es kann immer mal passieren, dass man geblitzt wurde. Ich bisher tatsächlich noch nicht mit dem Bus zumindest. Im Auto bin ich schon mehrmals geblitzt worden. Ja, ich habe auch schon meinen Führerschein abgeben müssen, weil ich einfach zu schnell war. Ich habe es nämlich tatsächlich geschafft, außerorts mit 60 km/h zu steigen, so blitz zu werden. Ist halt passiert. Ist halt meine eigene Schuld. Das will ich auch niemandem irgendwie jetzt gerade. Oh. Okay. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Ich nicht, ich habe noch. Der hätte auch ganz nach rechts fahren können, wäre jetzt gepasst tatsächlich. Gut, ich hätte auch die rote Ampel einfach achten können, ja. Gut, jetzt aber herzlich willkommen im schönen Bonn. Natürlich erkenne ich nichts wieder, weil ich glaube, ich fahre in Bonn, glaube ich, doch einmal oder so. Ein oder zweimal war ich erst in Bonn. Auf der Beerdigung tatsächlich. Das war der. Hab ich schon wieder Blitzer? Punkte in Flensburg. Flensburg waren wir noch nicht. Ich war tatsächlich im Moment auf einer Beerdigung. Das war eine Kollege immer. Immer so? Natürlich. Oh. Die ist mit 23 an dem Hirntumor verstorben. Die ist in Bonn groß geworden und tatsächlich dann auch hier beerdigt worden. Ich sage, glaube ich, meines Wissens das einzige Mal, wo ich in Bonn war. Du bist bewusst, dass ich jetzt auf dem Schirm habe. Oh, wir müssen darüber. Herzlich willkommen in Bonn! Also wir sind schon 3 oder 4 Mal geblitzt worden. So. Aber die haben jetzt alle ihre Gepäck losgeworden. Das heißt, wir können die Klappen auch wieder schließen. Geht sofort weiter. Das ist voll der Bus. Also das heißt, gut, die eine Seite ja, die andere Seite ja nicht. So, können wir lieber mal eure Fahrkarten? Hier, Schlawiner. Nach Stuttgart, vergiss es. Hallo. Paris, nein. Ist das gültig? Ja, der Ram. 4 Mann sind das nur, die mitfahren jetzt. Noch Duisburg, möchtest du? Wo ist denn überhaupt hier? Die Defne. Danke sehr. Defne. Sind aber mehr Leute, ne? Mindestens. Mahlzeit. Hier ist mein Ticket. Du bist der Thomas. Jawohl. Vielen Dank. Nach Bern? Nein. Hallo, mein Ticket. Theodor Lua. Hier passt. So, jetzt fahren wir nach Köln. Jetzt fahren wir nach Köln. Ich sag mal kurz der Zentrale Bescheid, dass wir hier weitermachen können. Und dann fahren wir weiter.
nach Köln zurück. 45 Kilometer sind das jetzt nochmal. Da, wo wir eigentlich schon waren. Naja, auf geht's. Von Bonn nach Köln. So. Na gut, wir müssen jetzt einmal die Scheife fahren. Das ist immer ein bisschen ätzend, wenn du dann hinfahren musst, erstmal zu einer Stadt und dann auf einmal noch eine mega Schleife fahren musst. Oh, 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 oh. Blut für den Blutgott! Schädel für den Thron! Bitte was? Einmal Oase tanken, aber tanken müssen wir glaube ich gar nicht, ne? Haben noch. Voll. Wir haben noch gut voll. Ich könnte gucken. Jo, passt so. Und da sehen wir dann auch schon den Dom von Gölle. Es gibt einen geileren Ausblick. Muss ich zugeben, wenn wir von, ich weiß gar nicht, wo wir herkommen. Ich glaube, Siegburg aus der Hecke dort kommen, über die Autobahn rein. Und du hast einen übelst geilen Blick. Du kommst schön von oben ran, oder Frechen? Kurz Frechen ist das, glaube ich. Du kommst dann quasi von der Autobahn rein und dann gehst du runter und dann blickst du richtig auf Köln drauf. Und das Wetter top ist, ist doch ein richtig geiler Ausblick auf jeden Fall. Ja, und da sind wir wieder zurück in Gölle. 20 Kilometer von unserem Ziel. Also was betrifft, ich muss links einordnen, weil ich muss hier links abbiegen irgendwo. Jetzt schaffe ich doch. Taxi. Moin. Jetzt schaffe ich so doch. Warte. Das schaffe ich doch. So. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo wir ran müssen. Ah, jetzt kann ich natürlich nicht ran. Was ist das für ein? Da. Turbulenzen im Flieger sind nichts dagegen. Ach, was? Dann flieg doch. Nichts geht über Flexbus. So, wo sind wir denn hier überhaupt? Oh Gott, ich bin zu lange aus Köln raus gewesen. Zu lange aus Köln raus. Wie gesagt, 2019 auf jeden Fall. Also so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Nicht? Ah, ich weiß, wo wir sind, glaube ich. Ist das nicht der Messebahnhof hier in der Nähe? Würde natürlich Sinn machen, ne? Es dürfte der Messe, dürften es eigentlich in der Messe sein, aber ich glaube, das ist der Messebahnhof hier unten. Köln-Messe Deutz. Nee, wir sind am Hauptbahnhof. Ich sehe es gerade. Das ist hier das Hotel, was hier vorne steht. Das, was ihr jetzt gerade seht, das Commerzhotel. Das heißt in Real Life tatsächlich sogar Commerzhotel. Das Ding heißt tatsächlich sogar Commerzhotel. Das ist kein Scherz. Wir sind am Hauptbahnhof. Jetzt muss ich gerade gucken, wo wir anhalten müssen. Ja, die Haltestelle ist tatsächlich so aufgebaut oder so ähnlich aufgebaut. Ja, ich kenne die Ecke hier. Und damit herzlich willkommen im schönen Köln. Wir haben jetzt Köln freigeschaltet, zumindest richtig freigeschaltet. Wir waren ja schon mal hier. So, eure Kappe kann jetzt natürlich gleich einladen. Ich mache euch mal hinten die Kappe auf. So. Und da geht's mal mit dem. Mit dem Pepe Küster. Pepe. Leverkusen, die Eva. Käse da unten. Mahlzeit, hier ist mein Ticket. Du bist ja Leverkusen, Niklas Stark. Du kannst aber, du willst doch nicht mit dem Flixbus fahren, du kannst aber mit dem Zug fahren.
Fahr doch mit dem Regionalexpress, das geht doch viel schneller. Du bist doch in 10 Minuten und schon bis in Leverkusen. Danke sehr. Warum braucht die Mutter von Köln nach Leverkusen und Flixbus? Ernsthaft jetzt? Mahlzeit. Ja, du auch. Ist doch günstiger. Ihr fahrt mit dem Regionalexpress von Köln aus, fahrt einfach drüber. Ich bin selber schon gefahren. Gelsenkirchen, ja, auch das ist theoretisch mit dem Bus, alles mit dem Zug. Ihr braucht doch alle keine Flixbus-Buchung. Oh, du fährst nach Kassel, Alissa. Ja. Moin. Nach Essen. Ida. Ja, da. Hallo. Hallo. Auch Mönchengladbach. Ich könnte doch alle mit dem Regionalzug fahren. Mönchengladbach ist noch circa eine Stunde mit dem Zug. Gut, okay. Wenn ich ehrlich bin. Nee. Überleg mal. Nur so, ich bin die Strecke schon selber gefahren. Von Köln aus nach Mönchengladbach. Das sind so circa. Ja, sagen wir mal eine Stunde. Dreiviertel Stunde, Stunde. Der setzt sich jetzt in Zug und fährt fast 3 Stunden von Köln nach Mönchengladbach mit dem Blitzbus. Gut, okay. Kann natürlich bedeuten, dass er... Ach, Köln-Düsseldorf, das gibt eine Elbbahn-Verbindung. Ey, ihr macht euch doch so umständlich einfach. Auch hier könnt ihr mal kurz, warum? Dankeschön. Warum fahrt ihr nicht mit dem Zug? Nein, aber ist gut, okay, ich kann ja auch. Also bestimmt alles traumatisiert. Wir bestimmt alle einen schlimmen Zugunfall oder wie wir da leben und können nicht mehr. Wir müssen mit dem Flixbus fahren. Dafür gibt es auch andere Möglichkeiten. Also gerade Köln-Leverkusen. Das liegt alles beieinander. Du bist in 10 Minuten, mit der Viertelstunde bist du mit der Bahn, bist du in Leverkusen. Das ist nicht weit. Ich bin die Strecke zur Ausbildung gefahren. Ich habe damals in Leverkusen Ausbildung, also nicht nur Ausbildung gemacht, sondern wir fahren Dings auch seit hier. Zweite Lehrjahr mussten wir da quasi. Naja, wie dem auch sei. Gut, nächste Haltestelle ist da Leverkusen. Und das ist sogar 50 Kilometer weg. Ich sag ja, das ist nicht weit. Das ist nicht weit. Eigentlich rein theoretisch. Ich kenne die Ecke hier. Ja, ich kenne auch diesen Kreisverkehr. Wie sagt das Hotel, was hier steht, 13? Heißt wirklich Kommerzhotel. Das ist Real Life so. Auch dieses Haus hier, dieses Gebäude, dieses, ich weiß nicht, was das ist, ne, Opernhaus ist es nicht. Es ist eine Veranstaltungshalle auf jeden Fall, in der Köln Arena. Das Ding gibt's wirklich. Die Ecke hier, gibt es alles wirklich. Das ist kein Scherz, auch diese Brücke, das ist die berühmte. Natürlich, diese Brücke ist übelst berühmt, das ist die Hohenzollernbrücke mit den Liebesschlössern. Da hängen keine Ahnung wie viele tausende Liebesschlösser. Und viele werden davon mittlerweile abgemacht. Und landen halt unter anderem im Rhein, weil die Brücke einfach zu schwer, oder weil die für die Brücke zu schwer ist. Aber diese Brücke da oben ist tatsächlich bekannt für diese Liebesschlösser. Das ist die. Und das da hinten ist die Autobahn. Das ist, dürfte dann tatsächlich, das dürfte, was ist das für eine Autobahn? Ist das die 1? Ist das die 3? Warte mal, wo sind wir jetzt gerade? Warte, jetzt möchte ich euch jetzt irgendeinen Scheiß erzählen. Das dürfte, also, ja, es dürfte die 1 sein. So, wir müssen jetzt Richtung Leverkusen. Wir müssen jetzt rechts runter. So. Wie gesagt, das dürfte die Autobahn A1 gewesen sein, die dann quasi auch von Köln nach Leverkusen führt. Also, ne, ist die A3, die nach Leverkusen führt. Das ist die A1, die geht in Richtung... Ach Gott, ich bin so raus aus der Nummer. Ja, Geografie. Ich habe übelst schlechte Geografiekenntnisse, muss ich zugeben. Ich bin so beschissen, ich kann mich so beschissen orientieren. Ich erkenne Dinge wieder, wenn ich sie einmal gesehen habe. Ja, aber ich kann mich nicht orientieren. Das ist so beschissen. Weil ich bin jemand, wie gesagt, ich bin Busfahrer das vom Beruf, das ist so. Ich kann mir meine Strecken merken. Aber ist auf einer meiner Strecken irgendwo eine Abweichung, wo ich auf einmal komplett anders fahren muss und alles drum, dann bin ich raus.
Ich kann mir Dinge merken. Punkte merken. Langsamer? Nein. Warte mal, wo sind wir denn hier? Ja, ich weiß, glaube ich, wo wir sind. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir sind mitten in der Innenstadt. Wir sind, glaube ich, mitten in der Innenstadt. Für die Kölner unter uns, ich weiß, wo wir sind. Ich kenne die Ecke hier, ja. Ich erkenne Dinge wieder. Sagen wir es mal so. Ich kann jetzt nicht genau punktuell sagen, wo wir sind. Ja, aber ich weiß zumindest vom Aussehen, vom Ort her, wo wir sind. Noch schneller und wir durchbrechen die Schallmauer. Ja, halt doch die Klappe. Hättest du mit dem Zug fahren können. Wäre eh kürzer gewesen, als wenn ihr mir jetzt die ganze mit mir fahrt. Wie gesagt, ich buche mir von Kölner Leverkusen keinen Flixbus. Tut mir leid. Der Zug ist günstiger. Ich meine, Flixbus ist schon verdammt günstig, ja. Wie gesagt, ich bin mit meiner Ex-Freundin von Leipzig aus der Berlin gefahren. Wir sind mit Flixtrain gefahren. Wir haben 20 Euro bezahlt. Hin und zurück zwei Leute. Das ist ein unschlagbarer Preis. Aber wenn ich von Köln nach Leverkusen buche ich mir keinen Flixbus. Die Regionalbahn ist... Ich weiß nicht, wie teuer jetzt ungefähr ein Ticket ist von Köln nach Leverkusen. Das ist nicht weit. Das ist, wie gesagt, das mal ein Fünfer sein. Dann bist du am Ende trotzdem noch günstiger weg. Und es ist viel kürzer. Vielleicht haben die Leute alle wirklich ein Trauma gehabt und irgendwie in Zukunft fallen oder so. Oh, Hilfe. Hilfe. Kann alles passieren. Aber Sinn macht das meiner Meinung nach nicht. Nur mal so gerade nebenbei. So, wo müssen wir jetzt? Müssen wir gucken. Ich hätte viel mehr Verkehr gehabt auf jeden Fall. Also viel mehr Leben. Viel mehr Leben. Wie gesagt, Köln ist eigentlich voll von Zug, Bus, Straßenbahn, ETC, also öffentlicher Nahverkehr und. Also wir sind jetzt Richtung Leverkusen. Oh, Hilfe! Ungewohnt, wenn alles Kollision hat, nicht? Ja, ich habe gerade übrigens von der Straße geschossen worden vom LKW. Upsi. Vielleicht dann doch mal das Navi nutzen. Oh, halt doch die Fresse! Willst du doch mal das Navi nutzen? Vielleicht das nächste Mal einen Zug nutzen, du ja Idiot. Ich sage nicht, jetzt am Steuer sieht die Kreise genauso aus. Oh, ich freue mich schon auf dem World Simulator. Ich freue mich schon drauf. Das wird schon genauso lustig, weil dann fahren wir nämlich immer von Kassel nach Würzburg. Was kenne ich denn dafür, wenn der scheiß LKW da vorne von rechts kommt? So, jetzt sind wir in Leverkusen. Ich überlege gerade, ich gucke, ob ich ihn wieder kenne. Ich war einmal da. Also ich kenne die Ecke, ich kenne den Leverkusener Bahnhof, ja. Ich habe damals, wo ich meine damalige Freundin, Ex-Freundin jetzt mittlerweile, die war bei mir zu Besuch. Nee, das sieht nicht so aus. Nee. Der Flixbusplatz für Leverkusen, der ist viel größer. Das ist gerade alles erst neu gebaut. Also es war damals, wo wir da waren, war das eine riesen Baustelle. Das sieht definitiv alles andere aus als hier. Oh! Upsi! Nur so nebenbei gerade. Ich habe die ganze Zeit die Klappe offen gehabt. Ich meine, ich reiße immer gerne eine Klappe auf, aber trotzdem. Warte mal. Immer kurz in Gelsenkirchen zu. Ja gut. Macht. Ach, das ist alles für den Zug erreichbar. So, die Amy. Essen, wie geht da Pfaff? Ich hinterfrage Dinge nicht. Ja, es ist. Hi, ich hoffe, ich bin hier richtig. Mathilda, jawohl, bist du. Mahlzeit. Hallo, nach Dortmund? Bist du Mert? Mert! Grüezi, hier ist mein Ticket. Boah, liebe du Grüezi, vor allem hier draußen. Zähne Mike Summer.
Danke sehr. Salvatore Dörr. Nach Kassel möchtest du. Dankeschön. So, ansonsten haben wir jetzt hier niemanden mehr, ne? Ich mach mal die Klappe zu, bis da hinten noch was passiert. So, und dann geht's weiter. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Wir müssen jetzt weitermachen und wir brauchen Pause um 13 Uhr, wie gesagt, ne? Das heißt jetzt. Das heißt, wir brauchen gar nicht aus der Stadt raus. Ist das die nächste Haltestelle überhaupt? Wir sind jetzt in Leverkusen. Mönchengladbach wäre die nächste. Also, das sieht alles anders aus als hier. Warte mal, dann fahren wir hier nämlich auf den Parkplatz. Moin, wir müssen Pause machen. Ihr Orientierungssinn ist nicht so ausgeprägt. Alter, ich bin im Meter von der Straße runter, nicht mal. Ich stehe an der Linie. Sie haben schlechten Orientierungssinn. Nein, habe ich auch nicht, aber es interessiert mich nicht. Ach, Sacke. Ich kündige. Tschüss. Wie gesagt, Sie haben scheiß Orientierungssinn. Ja, ich bin einen Meter von der scheiß Straße runtergefahren. Ich stehe hier auf dem Parkplatz, damit ich eine Pause machen kann. Und ich höre dämliches Gelaber nicht hören muss. Ist Ihr Navi kaputt? Ist Ihr Navi kaputt? Pass auf, sonst ist gleich bei dir was kaputt. Oh ja, meine Fresse. Mecker, mecker, mecker. Das ist ja schlimm manchmal mit den Leuten. Die sind gar nicht kaputt. So, 12. Ich muss mal Passagiere durchziehen, 17. Soll das so sein? Ja, das soll. Das nicht, nein. Voll ist das lustig. Die sitzt ja. Alter, wie siehst du denn aus? Voll im Baum drin, ey. Oh, warte mal, ich muss hier. Hilfe. Und die beiden Mädels da sind, dann passt das von der Dings her. Genau. Gut. Pause absolviert. Wir machen weiter. Auf unserer schönen Reise durch NRW hier. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Oh, halt doch. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der jedem Reisebus Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Fahrkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku... Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus.
Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas, and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. Finden Sie nicht, dass Sie ganz schön heizen? Nö. Kann man heizen. Kann man die Heizung hochdrehen, ja? Oh, ey. Ich hasse dieses Gemecker die ganze Zeit. Die fahren zu schnell. Die fahren so langsam. Mir ist kalt. Mir ist heiß. Ich muss Pipi. Warum geht WLAN nicht? Sie sind von der Straße abgekommen. Sie sind zwar nur 50 cm von der Straße weg, aber sie sind von der Straße abgekommen. Sie können sich nicht orientieren. Oh, Leute, ey, geht ihr mir auf den Sack? Ihr könnt gleich aussteigen und alle zu Fuß rennen. Interessiert mich nicht. Ich schmeiße den Scheiß hin. So. Meine Fresse, immer nur am Nörgeln, am Meckern. Ja, die Fresse. Sucht ja Hobbys. Mein Hobby ist Meckern. Ja, ich merke schon. Schlimm manchmal, ne? Das ist so typisch deutsch. Ja. Gott, da meckerst du nicht! Ich kenne halt voll den Leute mit dem Rückenpfeiler. Da mecker ich nicht. Aber wer du fährst da, als du meinen Kaffee verschüttet. Ja, halt die Fresse. Ist das Berliner Kennzeichen oder ist das Düsseldorf? Düsseldorf ist das. Macht natürlich mehr Sinn als Berlin hier im Taxi. Aber die Spiel wundert mich nicht mehr so viel. So, liebe Leute, 20 Kilometer noch bis Mönchengladbach. Warum auch immer wir nicht mehr über Autobahn fahren, das wäre natürlich total toll, weil dann hätte ich meine alte Heimat gesehen. Also weil über Landstraße gefahren. Wir hätten nämlich Landstraße fahren können, die Bundesstraße. Ich weiß gar nicht, welche Bundesstraße das gewesen wäre. Dann wäre ich an meiner alten Heimat vorbeigefahren und dann hätte man nämlich direkt über die Autobahn nach Mönchengladbach fahren können. Wir fahren aber straight über Landstraße, ja. Aber es ist nicht so, wie ich das kenne. Fahren wir gleich mit Papa. Das wäre geil, wenn wir jetzt gleich auf die Dings fahren könnten, auf die Autobahn. Oh, der LKW, der drückt da, der drängelt dort. Die Kraftwerke hier tatsächlich, die hier links stehen. Wir sind in Mönchengladbach. Leider nein, also es ist nicht das. Also normalerweise fahre ich die Strecke nicht so, wie sie hier dargestellt ist, wenn ich von Köln aus Mönchengladbach fahre, beziehungsweise in die Richtung fahre. Das ist, wie gesagt, alles eigentlich meine alte Heimat hier hinten, die Ecke. Mönchengladbach, Reit, Stadion, A61. Reit kenne ich, ja. Ich habe meinen Bruder mal eine Weile gewohnt. Wäre geil gewesen, wenn man es gekannt hätte. Wenn man ein bisschen was detaillierter mit reingehauen hätte und ein bisschen was wiedererkannt hätte. Gut, Mönchengladbach ist schwierig gerade, weil erkenne ich nicht. Dafür bin ich zu lange raus aus der Nummer. Also Mönchengladbach war ich nie so häufig. Da müssen wir mal gucken. Wo müssen wir den langen Hauptbahnhof? Hier rechts irgendwo. Also Hauptbahnhof klingt wahrscheinlich ziemlich gut. Ach, da vorne ist das Stadion. Da vorne ist der Borussia-Park. Cool. Also glaube ich zumindest, dürfte es sein. Ja, klar, in Mönchengladbach gibt es nur das eine Stadion. Der alte Bürgerberg gibt es ja nicht mehr. Und der alte Bürgerberg war tatsächlich das erste Mal, dass ich mit einem Fußballstadion war.
Voll die Briefpost. Boah, kenne ich hier 0,0 wieder, ne? Guck mal, jetzt haben wir das gleiche Taxi. Wir haben das gleiche Taxi vor. Der hatte vor Düsseldorfer Kennzeichen und fährt jetzt mit dem... Was ist das für ein Kennzeichen? MG ist das. Weil eigentlich sollte, so wie der das jetzt gerade hier hingestellt hat, wie der das hier vorne hat, ist eigentlich gar nicht zulässig. Also wie gesagt, du kannst nicht zwei Buchstaben und oder vier Buchstaben und vier Zahlen machen. Das geht nicht. Oder? Geht das? Das war mal, glaube ich, der alte, ne? Mittlerweile ist es, glaube ich, 7. Oder ist es so zulässig? Doch, mein altes Auto hatte 8 Zeichen. So, jetzt müssen wir hier gucken. Oder bevor mir gerade ausgesperrt ist. Da stehen jetzt zwei Leute. Ja, wunderbar. Er zieht natürlich die Handbremse automatisch an, das ist gut. Weil ich habe eigentlich Gang drin und eine Handbremse noch nicht angezogen. Also eine Person? Ach, du willst doch ein Ticket haben hier vorne. Nach Essen möchtest du. Vielen Dank. So. Nächste Pause 17:15. Das wird schon irgendwie. Müsste eigentlich gehen. So. Ja, 17:15. So, nächste Haltestelle dürfte dann Düsseldorf sein. Ist es auch. Es sind nur 96 Kilometer. Also die Städte sind alle beieinander hier. Oh nein. Was war das denn? Eine Laterne. Das war eine Laterne. So, wir sind in Mönchengladbach. Wir sind jetzt auf dem Weg von Mönchengladbach aus nach Düsseldorf. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. So, herzlichen Glückwunsch. Mönchengladbach weinen wieder die Leute. So, ich muss gerade gucken. Jetzt muss ich schon mich abmachen. Kannst du mal deine Fresse halten? So, wir müssen jetzt nach rechts. So, wenn die jetzt links gucken, ist ja eigentlich, wie gesagt. Nee, man sieht. Man erkennt auch durchs Wetter nicht. Oh, Alter! Fahr! Ich hätte jetzt gehofft, dass wir nochmal das Stadion sehen. So, die Frage ist, wie detailliert, wie gesagt, sind die Dinger, ne? Das ist halt einfach, Borussia packt. Sah jetzt auf den ersten Blick tatsächlich cool so aus, ja. Was haben wir denn noch? Gut, noch drin. Werden wir von der Polizei verfolgt? Die werden sich kriegen. So schnell sind wir. So. Mich nervt der Regen. Und damit verabschieden wir uns aus Mönchengladbach und sind auf dem Weg nach Düsseldorf. Wie gesagt, das ist alles nah beieinander. Das ist aber nicht hier die Flea Brücke, ne? Nee, das ist gerade verschossen. Nee, das ist.
Ich glaube, das ist auch, Gott, die Strecke bin ich nie mit dem Auto gefahren. Also, ich bin nach Düsseldorf schon sehr oft gewesen. Aber ich bin jetzt noch nie von Düsseldorf aus. Wir sind schon in Düsseldorf? Das ist schon in Düsseldorf? Okay. Dass das natürlich nicht alles hier hoch detailliert ist, ist klar. Das ist ein Simulator, das muss man sich immer noch vor Augen führen. Aber ich hätte so gerne meine alte Heimat wieder gesehen, das wäre natürlich cool gewesen. Also gerade den Weg von Köln nach Mönchengladbach. Das wäre schön gewesen, aber das ist halt schade. Irgendwie so ein bisschen. Aber wir sind hier jetzt gerade mitten offiziell in Düsseldorf. So, jetzt bist du hier wahrscheinlich rechts ab. Das ist doch keine Verfolgungsjagd. Deine Mutter ist eine Verfolgungsjagd. So, es tut mir leid, dass ich gerade versuche, nebenbei, während ich fahre, noch Dinge wieder zu erkennen. Das Spiel gerade ein bisschen. Also, wie gesagt, Verkehrsringe scheiße ich sowieso schon die ganze Weile drauf. Das interessiert mich jetzt nicht wenig, aber. Hallo, nix vom Quartier. Ich fahre Flixbus, das weiß ich, dass ich Vorfahrt habe. Boah, Alter, gehst du mir auf den Sack. Bleib stehen. Nimm mir die Vorfahrt, bleib stehen. Hauptbahnhof. Düsseldorf Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof. Schwierig, 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 das wieder zu erkennen. Herzlich willkommen in der Landeshauptstadt von NRW in Düsseldorf. Ich habe noch Gepäck, Leute. Ja, euer Gepäck schon abgeliefert? Ja, habt ihr. Wunderbar. Fahren Sie in meine Richtung? Klar, Lars Arnold. Ja. Ich glaube, nur fünf Leute, das sind ein paar mehr, ne? Mindestens einer ist hier falsch. Mahlzeit, bitte sehr. Nach Karlsruhe? Nein. Mahlzeit, hier, danke schön. Essen. Düsseldorf, Essen. Mahlzeit, bin ich hier? Freiburg, nein. Hier ist mein Tipp. Dortmund. Ja, bin ich hier richtig? Danke. Du bist hier richtig und damit haben wir sie so alle weg. So, nächster Halt ist dann Duisburg. Gut, dann machen wir mal weiter nach Duisburg. Sind auch nur 30 Kilometer, also viel weiter ist es nicht. Wie gesagt, das ist alles nah beieinander. Der Weg nach Kassel, ja, der wird ja wieder was länger werden. Also Paderborn, Kassel, das wird ja wieder was länger werden. Wir haben jetzt Duisburg als nächstes, Essen, Gelsenkirchen und Dortmund und dann fahren wir nach Paderborn und Kassel und haben dann für uns heute die Route einmal abgearbeitet. So. Das Schöne ist, wir fahren nicht allzu viel Autobahn. Das heißt, wir haben vielleicht Glück, dass wir keine Polizeikontrolle haben. Dass wir viel zu weit weg vom Schuss sind. Geht's auch etwas langsamer? Geh auch mal schneller, wenn du willst. Ist mir scheißegal, aber bei dem Wetter muss ich halt ein bisschen gediegener fahren, als ich eigentlich wollte. Das ist halt wie sind zu schnell. Die fahren 51 in der Ortschaft, die sind zu schnell. Ja, kannst du auch zu Fuß rennen, das interessiert mich nicht. Dann kannst du alleine meckern. Und dann sind wir schon gleich in Duisburg.
Duisburg ist aber typisch Tour. Oh, 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 oh. Moin! Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Tja, jetzt mal keinen Kaffee getrunken. Seh scheiße. Prost. Boah, das ist schlimm teilweise. Das ist typisch deutsch. Hauptsache erstmal meckern. Alles meckern. Gut, ich meckere auch gerne, muss ich zugeben. Das ist irgendwie so eine Tour. Ich bin auch jemand, der sehr gerne meckert. Oh, das vorne ist ein Blitzer. Den will ich auch nicht. Wer hat denn den erlaubt, mich zu duzen? Für Sie immer noch Herr Busfahrer. Der Herr Busfahrer. Ich bin nämlich überlegen, ob ich meinen Links ändern soll, meinen Tag ändern soll und alles von meinem YouTube-Kanal auf der Herr Busfahrer nennen. Aber es gibt einen YouTuber, der heißt Herr Busfahrer und der macht halt, wie gesagt, auch diese Vlogs mit Bus und alles drum und dran. Könnt ihr mal abchecken, ist ganz witzig. Ich mache wieder Werbung für irgendwelche Kanäle. Und das sind meine gerade mal 700 Abonnenten oder 650 Abonnenten, weißt du? Naja, wie immer sei. Ich bin wirklich vielleicht am überlegen, ob ich das machen soll, ob ich meinen Kanal ändern soll und alles drum und dran. Da muss ich aber vieles umstellen. Oh, jetzt war ich schon ein bisschen. Sie sind orientierungslos! Halt doch die Fresse. So. Ich hätte sogar nicht vor gesagt, schützt man den Schatzkopf halt rein oder warte, bis schönes Wetter wird. Moin! Ani, Junge! Okay. Okay! Mira Dietrich, jawoll! Hallo. Oh, hier wird auch ein scheiß Gutschen. Hier am Rode. Der nächste Fahrgast, bei der nochmal Gutschen sagt, den vergesse ich. Absichtlich. Also nicht, dass ich das nicht mag, aber wie gesagt, ich muss nicht, wenn ich mitten irgendwo in Nordrhein-Westfalen stehe, Grüezi. So. Nächster Halt. Verdammt, Pause, 13 Uhr. Ist das richtig? Ne, warte mal, Pause haben wir schon, Leute. Aber die haben die Pause gemacht, ne? Ja, natürlich, wir haben die Pause natürlich gemacht. Die nächste Pause wäre um. Gut, wenn sie 13 Uhr war, ist es gleich auszurechnen, dann sind wir 17.15 Uhr. Ja. So, nächster Halt ist jetzt Essen. Und der kommt doch auch so rumgeschossen. Was? Ich nix und vor allem ich nix merken. Ich Flixbus. Oh. Oh, oh, oh. Hilfe. Aua. Hilfe. Tut mir leid. So. Ja, Essen. Wie gesagt, das ist alles nah beieinander. Und dann geht's schon nach Dortmund und Gelsenkirchen. Das Beste kommt zum Schluss. So, oder? Nein, Gelsenkirchen, Dortmund. Dann passt schon der Spruch wieder nicht. Wobei Gelsenkirchen, da war ich, wie gesagt, letztes Jahr, vor zwei Jahren. Letztes Jahr? Letztes Jahr war ich da. Vor zwei, im September war ich auf einem Konzert im Amphitheater dort. Es war ein geiler Abend. Der Corona, meine Lieblingsband ist das gewesen, die dort gespielt haben. Die hätten ja ursprünglich in Köln spielen sollen. Und zwar kurz nachdem ich weggezogen bin. Ich bin ja im November weggezogen, die hätten im April in Köln spielen sollen. Ich hatte alles gebucht. Ich habe das Flug gebucht. Klar, ich hätte mal über meine Eltern kennen können. Aber ja, da kam ja das tolle Virus. Dann wurde natürlich erstmal alles abgesagt. Das wäre nämlich die Reise gewesen, wäre dann das Konzert gewesen an einem Tag. Und kurz danach wäre der Flug nach München gewesen. Auch das war alles schon fix gebucht. Und wollte ich mal den ehemaligen Arbeitskollegen besuchen. Und das wurde dann alles natürlich gecancelt, weil die ganzen Inlandsflüge
Mein Mann ist angerissen. Deine Mutter ist auch angerissen, lass mich in Ruhe. So. Ich sehe ja gerade, dass wir ruhig will überhaupt nichts sehen, ne? Der ist komplett taub, blind, blind ist er. Was? Ja. Alles abgesagt natürlich, leider, alle Flüge muss ich dann natürlich stornieren. Und dann bin ich bei der Fluggesellschaft bin ich so lange hinterher gerannt, allein wegen dem Geld, das waren jetzt auch nochmal 200 und ein paar zerquetschte Euro. Es ist viel, viel Geld gewesen, was ich da jetzt noch holen musste. Ich habe Gott sei Dank alles wiederbekommen, plötzlich die Sitzplatzreservierung, ich habe ja Sitzplätze reserviert, ich bin ja jemand zum Beispiel, ich muss am Fenster fliegen, sitz, wenn ich fliege. Es ist so. Wenn ich jetzt zum Beispiel im August nach Zürich fliege, da sitze ich auch an allen vier Flügen. Das sind ja Doppelflüge quasi. Einmal, also ich fliege über Frankfurt. Das habe ich ja schon gesagt. Da sitze ich auch komplett am Fenster. Weil ich muss was sehen von der Welt. Ja, also ein Flugzeug ist ein bisschen schwierig, aber ich muss was sehen. Ich dachte, hier sitzt. Hier wird keiner mit? Okay. Gar nicht? Und keiner mit will? Ich bin nicht auf euch angewiesen. Ich bin nicht auf euch angewiesen. Warte mal. So, Robotik. Nee, tatsächlich will keiner mit. Na, dann fahren wir raus. Und zwar jetzt nach Gelsenkirchen. Das ist eine Strecke von ca. 60 Kilometern. Na, dann machen wir das doch mal, gell? Ich muss mich heute mit der Kamera hier ein bisschen mal orientieren. Das ist halt genau das. Oh, Alter, gehst du mir auf den Senkel. LKW, ach du biegst eh ab. Okay. Was ist der vorne der Hauptbahnhof von Duisburg? Hier rechts auf der Seite? Ja, ne? Das kann sein. Könnte sein natürlich, ne? Ja, wir machen jetzt noch den langen Weg von der von Duisburg in der Gelsenkirchen, wie gesagt, das sind 60 Kilometer, das ist nicht weit. Ich sag ja, die Städte sind alle übereinander. Oder liegen alle beieinander. Alles liegt schön beieinander. Also das Ruhrgebiet, wie gesagt, das ist typisch hier Ruhrgebiet, alles hier. Oh oh. So, jetzt fahren wir bei Autobahn mal wieder. Und ich habe ja schon gesagt, dass wir wahrscheinlich keine Polizeikontrolle sind, weil wir ziemlich außerbeschützt sind. Und jetzt haben wir bestimmt genau im ersten Parkplatz direkt wieder eine Polizeikontrolle. So, jetzt mal Gelsenkirchen gleich. Oh, Alter! Ja, was ihr nicht wisst, oh, Auto. Nicht Tonfall? Oh. So, wir sind immer noch dabei. Vier, 30 Kilometer noch. Die Kurve war ein bisschen enger auf einmal. Weil das Heck schön gekommen ist. Jetzt bist du schön um die Kurve geflogen. Da denkst du dir, scheiße, jetzt rutscht der Bus weg hinten. Gut, normalerweise fährt man nicht mit dem Bus, wie ich jetzt hier fahre. Nee. Warte, muss mal lang links. Ah, Busfahrer! Geh weg! Hallo? Nur so nebenbei, soll das so sein?
Cool. Ich muss mal gerade so sagen, wenn man unten auf die Geschwindigkeit der Anzeige guckt, dann sieht man, dass ich ca. 500 km/h fahre. Wie sind so schnell? Ach! Warum zur Hölle? Boah, ich kann nicht mal einen Gang runternehmen, rausnehmen. Hallo? Spiel? Fragst du mich gerade? Wo ist mein Bus, zur Hölle? Wo bin ich? Schön? Schön? Ich glaube, wir können so Route gerade mal klicken. Schön! Tschüss! Hoppala, da hat ja mich komplett einmal aus allen Wolken gehoben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, wir sind wieder auf der Straße und Point. Also es ist jetzt nicht die gleiche Kreuzung. Aber man muss ganz weg. Ich muss einfach nur den Spielstand ganz neu laden und nur ein Stück von Essen nochmal hierher fahren. Ist nicht schlimm. Das war nicht weit. Das waren 5 Minuten vielleicht, jetzt es gekostet hat, das ganze Ding. Also wir sind immer noch auf unserem Weg nach Gelsenkirchen. Und da ist das schönste Stadion Deutschlands. Also Geschmackssache natürlich. Ich hätte einen Pullover mitnehmen sollen. Da ist die Arena. Geil. Der Klimaanlage ist zu kalt. Warum? Steht nicht auf TX 21.5? Das ist nicht. So, jetzt. Ich muss ein Foto machen. Ich würde jetzt irgendwie mal da auf den Parkplatz kriegen. Wie weit komme ich denn da ran? Fährt ja nicht besser als ich. Deine Mutter fährt besser als du. Wie weit komme ich da ran? Das ist die Frage. Kann ich hier unter Wasser fahren? Weiter durch geht's. Und im Gelände. Ich glaube, wir sind falsch. Upsi. Ich muss raus. Oh Mann! Naja, wir sind zumindest hier. Wo sind wir überhaupt? Ich wollte Stadion. Wozu sind wir hier gelandet? Ah, hier vorne sind wir. Alles klar. Ich war hier rechts abgebogen, ne? Irgendwo. Naja. Genau, hier vorne ist der Wald. Ist das ein Waldweg oder was auch immer? Ja, hier genau. Hier sind wir runter. Alles klar. Ich muss mal gerade ganz kurz irgendwo hin. Tut mir leid, dass ich wie gesagt, ich bin Fußballfan. Nein, das war kein Bauschein. Ich muss im Stadion hin. Ich muss hier rechts ab. Tut mir leid, dass ich das gerade jetzt mal machen muss. Ich weiß nicht, wie nah wir kommen hier ran. Wo sind wir hier? Wir sind in Gelsenkirchen und zwar am schönsten Fußballstadion Deutschlands. Komme ich hier weiter? Komme ich noch irgendwo weiter ran? Geschmackssache natürlich. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zum Bahnhof. Tja, hast du halt. Ah, ja, schön, wie gesagt. Ist schon schön, dass halt ein Fußballstadion dabei sind. Das ist schon geil irgendwo. Wie gesagt, ich hätte zwischen Leipzig oder Köln hätte ich, also Köln auch nicht gesehen, aber Leipzig nämlich auch nicht. Das ist doch keine Verfolgungsjagd. Ach, du glaubst aber auch nur du, dass das keine Verfolgungsjagd ist.
So. Das war jetzt hier links, ja. Doch, ist richtig. Ich will hier raus. Tja. Stell dich hinten an, da sind genug. Ja, warte mal, ich muss hier links, ne? Ja, ist richtig. Entschuldigung, ich habe natürlich jetzt ein bisschen Umweg gefahren. Pff, interessiert mich nicht. So, 10 Kilometer noch. Oh, Alter, jetzt müssen wir hier hochgehen, mit scheiß LKW. Da vorne ist es. Da vorne ist es. Soll das der Hauptbahnhof sein hier? War das ein Bordstein? Nein. Das war deine Mutter. Die fühlt sich genauso hart an. Oh, ich muss hier rum. Warte mal. So, da haben wir Gelsenkirchen auch freigeschaltet, und zwar die Zoom-Erlebniswelt. Ist ein riesen Tierpark. Ich vermute, dass bei jeder das hier ist. Aber hier will scheinbar keiner mit. Ich weiß nicht, ob jemand mal raus will. Ich weiß, dass hier jemand raus wollte. Ja, passt perfekt. Wunderbar. Hier zu. Weiter geht die Reise, und zwar jetzt nach Dortmund. Warte mal, ich mach mal kurz. Ach, wir müssen rasten offiziell. Wann haben wir Pause? 13 Uhr? Warte mal. 17:15, ne? So, Dortmund. So 34 Kilometer von uns. Mal gucken, ob sie auch da das Stadion drin haben. Tut mir leid, dass das für mich als Fußballfan ist, das geil gerade irgendwie. Dass ich die unsere Arena. Also, wie gesagt, ich bin Schalker. Ja, durch und durch, klar. Auch ja, ich finde den Abstieg tatsächlich sehr, sehr schade. Diese Saison war es eigentlich mehr oder weniger nicht verdient. Es war die Hinrunde mit dem falschen Trainer, klar. Die Rückrunde hätten was verdient gehabt, den Rückkampf zu schaffen. Aber wie gesagt, wenn du dann in den letzten drei Spielen Bayern und Leipzig auswärts hast, hast du eigentlich schon schlechte Karten. Aber gut, ist halt so. Jetzt würde ich sagen, zweite Liga. Ich bin froh, dass unser Torjäger verlängert hat. Dann doch nochmal. Aber okay, wir sind einfach weiter. Und fahren jetzt in die verbotene Stadt nach Dortmund. Also, wie gesagt, bitte kein Hate. Ich, wie gesagt, ich bin Fußballfan. Es ist halt einfach so. Es ist mein Verein, und ich bleibe dem Verein natürlich treu, auch wenn wir dann halt jetzt wieder zweite Liga spielen. Aber naja, gut, zurück zum Fernbus-Simulator. Wir machen jetzt so für unseren Weg zu unserer drittletzten Destination. Das ist nämlich jetzt die Stadt Dortmund im Ruhrgebiet, und natürlich in Dortmund. Das Tempolimit gesehen? Hast du nicht die Tür gesehen? Du kannst direkt aussteigen, Kollege, sonst gibt's hier gar nichts. Warum war denn das 17 Uhr Pause? Oh, wasch! So, jetzt fahren wir hier nach Dortmund rein. Blöde Frage, haben sie das Stadion hier auch mit drin? Den Signal Iduna Park? Oder ist das... Rein theoretisch kommst du ja... Ich weiß gar nicht, wenn du die ganze Kirche nach Dortmund reinfährst. Nee, eigentlich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob du hier lang fährst. Ich fahr mal weiter hier. Was geht denn hier? Ey, gar nichts, ne? Schon voll die tote Hose hier in der Stadt. Dortmund war ich tatsächlich auch schon ein paar Mal, auch wie gesagt, auch schon als Schalker. Dortmund hat meiner Meinung nach den besten Döner. In der Nähe vom Hauptbahnhof gibt es eine geile Dönerbude. Der ist wirklich sehr, sehr geil.
Ups. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie der Laden heißt, aber wie gesagt, jetzt sind wir hier vom Dortmunder Hauptbahnhof. Und das ist meiner Meinung nach der beste Döner, den ich überhaupt gegessen habe. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ich nix Führerschein, ich Flixbus. So, nächste Haltestelle. Dortmund. Warm. So, weiter. Alle raus hier. So, da Affe zu, da war Affe zu. Mahlzeit, bin ich hier richtig? Ja. Dankeschön. Mahlzeit, mein Ticket. Nach Paderborn. Dankeschön. So, finde auch die Finja, das ist bestimmt du hier. Mein Ticket, danke. Ja. So, Fahrt starten. So, weiter geht's nach Paderborn. Das ist wieder ein etwas weiteres Stück jetzt bis 188 Kilometern. Ich weiß, der Bus ist kein PKW, aber müssen Sie jede Kante mitnehmen? Ja. Hallo, Stopp, wir anhalten, ich flieg Bus. Oh. Sonntagsfahrer. Montag, bitte. Scheinbar haben sie es nicht drin. Ich beobachte, versuche es immer ein bisschen zu beobachten, ob die es drin, ob das der Fußballstadion von Dortmund, der Borussia drin, also von Borussia Dortmund drin ist. Aber bisher ist es noch nicht das spät. Aber es steht eigentlich hier in so einer Hauptstraße. Aber scheinbar. Gut, oder vielleicht sind wir auch ein bisschen an der falschen Ecke. Das kann natürlich auch sein. So, wir müssen jetzt hier rechts runter. Wir müssen jetzt nämlich Richtung Paderborn. Ja, ich habe den LKW gerade gesehen. Warum nicht? Das war sicher so geplant. So, Erfurt, Paderborn, das ist ja schon richtig so. Paderborn ist unsere vorletzte Haltestelle. Und dann haben wir nur noch das Ende der Strecke vor uns, nämlich Kassel-Wilhelmshöhe und dann sind wir durch heute. Ich krieg dich irgendwann. Also ich rate übrigens mit dem scheiß Transporter jetzt unbedingt noch da durch, ne? Ist schön lustig, dass man sich mit einer, dass man da auch rechts da durchsammeln muss. So. Sag ich krieg den, aber der musste durch den LKW jetzt ein bisschen bremsen. Sonst wäre es wahrscheinlich eine längere Nummer geworden.
Also 130 Kilometer vor dem vorletzten Ziel, wie gesagt, danach noch Kassel und dann sind wir eigentlich auch schon damit das Eck wieder durch. Und dann gibt es dann wahrscheinlich weiter irgendwann über Erfurt, Halle, Dresden hoch bis nach Magdeburg, Potsdam und so. Dann müssen wir gucken, wie wir es bauen. Das zeige ich euch dann am Ende der Folge. Oh, wir haben Pause, ne? Scheiße. Hab ich die Pause noch drin? Ne, 17:15. Scheiße, ich muss Pause machen gleich. Warte mal. Haben wir irgendwo einen Parkplatz in der Nähe oder so, den ich jetzt mal anfahren kann? Ich muss ja sonst echt Pause machen. Wir haben nichts. Da vorne ist ein Rasthof. Da vorne ist jetzt Rasthof. Den können wir wahrscheinlich nehmen müssen. Das ist wieder so eine On-Point-Nummer. Ich hatte jetzt auch ein bisschen gehofft, dass wir jetzt weiterkommen, noch vielleicht aber noch durchkommen, bis nach Paderborn rein. Aber ich hätte dann dort noch die Pause machen müssen, vielleicht 10 Minuten noch. Aber wir sind jetzt eh gleich da. Ja, wir sind jetzt eh gleich da. Also zumindest nicht in Paderborn, aber wir sind jetzt gleich im Rasthof. Und da müssen wir nochmal eine Pause machen und dann können wir wahrscheinlich durchfahren bis zum Ende. Gesagt, der müsste jetzt eigentlich jetzt 10 Sekunden kommen. Wo sind wir denn überhaupt? Da hinter der Kurve ist der irgendwo. Oh, das sind noch 5 Minuten, das schaue ich nicht. Nee, ich werde jetzt die beiden LKWs holen und dann werde ich mich ranstellen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Oder? Warte mal. Warte, müssen wir nach der Pause? 13 haben wir gemacht? Ja. Oder nee, das schaffen wir nicht. Auch wenn der Rasthof da vorne ist. Wir haben schon 11 nach. Ich will nicht schon wieder eine Linkskontrolle kommen. Mit bei der Autobahn machen wir jetzt mal eine Pause. Sie müssen außerhalb des Busses sein. Ich stehe außerhalb, ich stehe zwischen der Leitplanke. Sind nur neun Leute mit an Bord? Da werden ein paar mehr. So viel ist gar nicht da. Sind der Rest jetzt oben oder was? Vor dem Meckern mal keiner. Wie gesagt, ich hätte es niemals zum Rasthof geschafft. Das wäre nicht möglich gewesen. Passt perfekt. So, und dann machen wir uns jetzt auf zum Ende der Runde nach Kassel, Wilhelmshöhe. Erst Motor an, dann Gang einlegen, so wie das in der Fahrschule gelernt hast. So. Auf geht's. Wie gesagt, das wäre jetzt möglich gewesen, den vielleicht da reinzufahren, ja, aber wie gesagt, das wäre eine On-Point-Landung gewesen und ich muss um 11, 12 Uhr nach nicht nochmal versuchen, in den Rasmus reinzukommen. Wo ich da nicht extrem reinfahren. Deswegen machen wir jetzt einfach kurz an der Autobahn hier Pause, da haben wir an der Autobahn gemacht und fahren jetzt das Ding zu Ende. Wir fahren jetzt durch bis Kassel, weil die nächste Pause wäre ja, wenn wir 17:15 haben oder 17:30 haben, wenn die nächste Pause um 21 Uhr noch was, das reicht, das passt so. Ziehen, haben wir noch die Hälfte, passt so. Das kriegen wir so hin. Ups. Darum soll man sich also anstellen. Ja, darum. Genau nur darum.
So. Ich muss noch ein bisschen was klären gerade. Jetzt geht's weiter. Nach Paderborn. Ist das eine Baustelle oder ist das ein Tunnel? Oh. Thomas Fuchser, hier ist die mal, was ich meine. Ich habe an die eine Firma tatsächlich nicht mehr gedacht. Es gibt eine Firma, die dauert ist so ähnlich. Ist auch ein Tier. Ändert einfach die ersten beiden Buchstaben, dann habt ihr die Originalfirma. Ich darf es ja aus vom Product Placement darf ich es nicht ändern. Darf ich es nicht sagen. Ich will es auch nicht, weil sonst muss ich für eine virtuelle Werbung schalten, habe ich keinen Bock drauf. Gut. 70 Kilometer vor Paderborn. Und dann geht's nur noch weiter bis zum Ende nach Kassel. Dann haben wir auch diese Route in, durch in NRW. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier rechts runter irgendwo gleich. Leipzig, Erfurt, Kassel. Also haben wir hier die Armada hier vorne von Tümpel. Das ist unser Spielentwickler, von der er zum Hause kommt, das Spiel. Deswegen haben die wahrscheinlich ihr Logo bzw. ihr Kurze mit drauf gemacht. Ist klar, wie gesagt, welche Firma das ist, ist sowieso klar. Und hier komme ich wahrscheinlich nicht vorbei, wenn ich jetzt in die Ampel umschalte. Die fahren ab. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Oh, mi. Und dabei haben wir es Montag. Mintag. Den lasse ich jetzt natürlich noch rein, das ist klar. Ah, Alter! So ein Rowdy. Ich? Ich? Never! Das heißt Taxi! Ich hab damit gerechnet, dass der weiterfährt, dass der vor mir rein fährt. Den habe ich hier reingelassen, ich hab den da gelassen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich noch vor dem Pakettransporter hier quetscht und damit der noch voll in die Eisen geht. Never ever habe ich damit gerechnet. Alter! Alter Verwalter, ey. Ich habe schon einiges erlebt, aber nicht, dass der sich vor dem Pakettransporter noch drückt. Wie gesagt, Reißverschlussverfahren. Das erste Auto ist davor reingefahren. Und das Taxi drängelt sich nochmal davor. Alter Verwalter, ja, das Taxi hat's ja eilig. Meine, es gibt einige Taxifahrer, die Auto fahren, ne? Die auch wieder wie die letzten Assis fahren. Aber das hätte ich jetzt noch nicht erwartet. Wie gesagt, ich hatte jetzt astreines Reißverschlussverfahren erwartet. Dass der jetzt einfach sagt, okay, ich gehe genau dahinter rein, das wäre kein Problem gewesen. Wenn die alle langsam weitergefahren wären, wären Probleme gewesen. Aber dass der Transporter dann dafür steht, komplett stimmt, aber das Taxi sich da vorne noch reinsammeln muss, da hatte ich nicht mit gerechnet. Wow. Aber okay. Wie gesagt, wir sind ja weiter noch virtuell. Also herzlich virtuelle Menschen. So, wir sind bald da. Wir sind bald da. In Paderborn. Noch ca. 18 Kilometer. Dann haben wir es geschafft. Ich war noch nie in Paderborn, muss ich sagen. Ich kenne die Stadt überhaupt 0,0. Habe ich bisher noch nie da irgendwie. Habe ich irgendwie noch nie wirklich dahin geschlagen. Warum auch? Und
Und jetzt war zumindest virtuell das erste Mal hier. Tanken? Brauchen wir nicht. Bis Kassel kommen wir noch durch. Den Blitzer habe ich gesehen, ja. Haben Sie nicht das Tempolimit gesehen? Nee. Ich weiß nicht, wie viel... Oh, Alter. Sind Sie gerade geblitzt worden? Nein. Oh. Du wurdest geblitzt. Nein, das ist ein Paparazzi. Ich bin super bekannt hier. Ja gut, ich muss jetzt eigentlich nur gucken, was... Eigentlich war es nur der eine. Okay. So. Unsere letzte Destination ist dann Kassel. Kassel wird jetzt höher. Eigentlich müssen wir eine Pause machen, aber die brauchen wir jetzt nicht machen. Oh, manchmal, ich glaube, ich fahre. Also, man muss jetzt lang. Geradeaus, rechts, weiter. Ach, wir müssen. Nee, wir müssen die Schleife fahren. Alles klar. So, das sind jetzt nochmal gut 100 Kilometer. Bis nach Kassel. Und dann haben wir unsere Route durch Nordrhein-Westfalen abgeschlossen. Warte mal, bis ich jetzt gucken. Doch, ist richtig, ja. Tschüss, bis zum. Ne, bis nie wieder. Weil eigentlich fahren wir nicht mehr. Boah, habe ich keinen Grund, nochmal hierher zu müssen. Wir werden jede Stadt größtenteils einmal fahren. Und in der nächsten Folge geht es nach Hause quasi zurück. Zurück nach Halle. Also nach Richtung Leipzig. Dann wird es wahrscheinlich von Kassel aus nach Halle, Potsdam gehen. Ich muss mal gucken, dass wir vielleicht sogar in Richtung Flensburg fahren. Dass ich das ein bisschen virtuell, dass ich da ein bisschen da einlege, weil wir müssen Flensburg da freischalten. Das durfte ich ja nicht, wo ich das letzte Mal in der Nähe war. Ich war ja schon bis Kiel, aber ich war noch nicht bis Flensburg. Weil wir die Level noch nicht hatten, dass wir alles frei hatten. Sonst wäre ich natürlich mal Flensburg gefahren. Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir in der nächsten Folge nach Flensburg fahren. So, Tank brauchen wir nicht, wie gesagt. Nee, voll. Könnten Sie vielleicht etwas langsamer fahren? Wieso? Ihr wollt doch nach Hause, oder nicht? So. Überholverbot. Pah! Oh, wenn da was kommt, dann darf ich doch nicht überholen, ne? Ich nicht darf. So, wir werden es schon irgendwie jetzt wuppen. Wir werden das Ding jetzt nach Hause reißen. So. 80 Kilometer noch bis zum letzten Ziel. Dann haben wir es geschafft. Dann ist es durch das Spiel. Nein, noch nicht ganz. Wir haben noch ein bisschen was zu fahren. Wir haben ja eigentlich noch Frankreich. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber es wird wahrscheinlich heute auslaufen, dass wir das Ende quasi fahren. Dass wir dann wahrscheinlich in Neuschwangau das Spiel beenden. Ich denke mal, dass wir dann jetzt quasi einmal kurz den Norden ein bisschen abarbeiten. Wie gesagt, bis Flensburg. Weil es ja noch Dresden und so fehlt. Dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir dann irgendwo wieder anfangen, dann über Frankreich fahren. Und dann wird es wahrscheinlich Genf, Bern, Konstanz, Neuschwangau das Ende sein. Also, ja, pff,
weiß nicht, wie viele Folgen könnten wir noch machen? Kann er 3, 4, 5 Folgen so was drehen? Wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen, aber das kriegen wir schon hin. Und dann können wir ziemlich bald was Neues beginnen und dann weiß ich auch schon, was es wird. Dann geht's mal wieder auf der Rennstrecke. Aber wie gesagt, noch nicht versprochen. Oder wir machen noch was anderes. Ich habe nämlich noch so ein bisschen was in der Pipeline. Ich hoffe, dass dann immer die Technik funktioniert, dass ich ein bisschen in der Pipeline machen kann, dass ich noch was habe. Weil der Markus hat mich da so ein bisschen auf die Idee gebracht. Da muss ich aber gucken, ob die Technik läuft, wie gesagt. So, wo müssen wir jetzt hin? Geradeaus. Oh, Alter, ihr nervt mich mit den Scheißampeln. Hallo! Hallo! Kollege! Hallo! Oh, Alter! Ich muss ewig rot bleiben. Wir haben nur noch 50 Kilometer, so weit ist es gar nicht mehr, ne? Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt noch 1, 2 Folgen haben, dann haben wir Deutschland abgeschlossen. Also zumindest den größten Teil, wie gesagt, bis auf die 2 unteren Städte, aber die werden wir wahrscheinlich zum Ende fahren. Dann haben wir, glaube ich, fast alles. So, dann sind wir wieder in Hessen. Weil wir machen ja nach Kassel rüber. Sind wir schon wieder durch für heute. So, 30 Kilometer noch und dann sind wir durch für heute mit dieser Folge vom Fernbus-Simulator. Unsere Reise begann in Frankfurt gegen Weyerport, dann einmal durch komplett Köln, Bonn, München, Gladbach, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Dortmund. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Paderborn. Über Paderborn und weiter nach jetzt und wir sind auf dem Weg nach Kassel und haben noch 25 Kilometer. Ja, unsere Reise begann einstmals in Leipzig. Wir haben mittlerweile schon Österreich abgeschlossen. Wir haben fast die Schweiz komplett. Wir haben Tschechien abgeschlossen. Ende des Jahres wird dann wahrscheinlich noch Dänemark kommen. Was natürlich dann auch wieder im Let's Play sein wird. Ich weiß noch, wie viele Städte das sind, aber es wird wahrscheinlich mal loslaufen, dass es vielleicht 1, 2 Folgen sind, die nochmal dran kommen. Also, ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, auf die weitere Reise mit euch an Bord unseres Flixbus als Stayplan Skyliner. Wir werden uns wahrscheinlich ab der nächsten oder übernächsten Episode dann mal die anderen Busse angucken, dass wir da quasi jede Route mit einem anderen Bus fahren, damit wir einfach mal alles sehen. Ich bin nämlich jetzt schon seit einer ganz, ganzen Weile mit dem Neoplan Skyline unterwegs. Ich finde das Ding einfach total top. Der fühlt sich super angenehm an. Er macht übelst viel Spaß. Was ich halt ein bisschen sehr schade finde, das habe ich aber schon mehrmals angemerkt, dass wir leider nicht andere Lackierung zeigen können. Ihr seht,
Ich hab's, glaube ich, vor ein paar Folgen, ich glaube, ich zwei, drei Folgen waren das jetzt oder so, die ich, wo ich gesagt habe, jo, hier, ich würde mal gerne eine Q sagen, die zeigt sie tatsächlich in-game, wenn ich sie wechsle, genauso aus wie dann im Vorschaubildschirm. Ich hatte mir vielleicht im Vorschaubildschirm sieht vielleicht ein bisschen verschwommen, aber ich zeig's auch in-game mal. Nein, ist nicht. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als sie. Ja, was beim Taxi gefahren ist, mit also sowas war scheißegal. Nein, ich finde es schade. Ich hätte gern euch auch mal eine andere Lackierung gezeigt, also diese Standardlackierung. Es gibt ja diese Anniversary-Lackierungen mit Italien, Frankreich und so, Niederlande. Kann ich euch leider nicht zeigen. Ich kann es euch nicht zeigen. Ich finde es so schade. Ich finde es einfach gerade grausig. Aber wie gesagt, ich kann es nicht zeigen, weil das einfach scheiße aussieht. Oh, warte mal. Ist die Straße so schlecht oder nehmen wir einfach alles mit, was nicht ausweicht? Wir nehmen alles mit, was nicht ausweicht, warum auch immer. Wir sind eh gleich da, meine Freunde. Und damit haben wir Kassel abgeschlossen und damit haben wir auch diese Route abgeschlossen. Wir haben jetzt noch 2 Kilometer. Und das war nur eine Polizeikontrolle. Gut, ich hätte mich auch schwer gewundert, wenn ich ehrlich bin. Da vorne ist die Haltestelle, okay? Lass mal so gucken, das war jetzt irgendwie richtig geil geschliffen. Ganz außen, hört? Nee, hier lang, oder? Ja, schauen wir doch nicht. Schauen wir doch hier lang. Ja, hier ist es richtig. Boah, ist das einfach verwirrend. Und damit haben wir. Die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Tja, und dafür, dass ihr die ganze Zeit meckern wolltet und im Taxi fahren wolltet, ne? Jetzt haben wir es dann doch, ich habe relativ. Haben wir es doch dann schön auf die Reihe gekriegt. So. Damit haben wir es geschafft. Unsere Reise nach Kassel hat sich geändert. 971 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Kontakt mit Zentrale 11 und 13. Okay, passiert. So schlecht fahren wir gar nicht. Betriebsrat eingehalten. Mistelverhalten mit der Straße gefahren. Oh mein Gott, passiert halt. Passanten verletzt keine. Gut, Passanten verletzt müssen wir wahrscheinlich mit voller Lotte in die Leute da brettern. Vier. Dings haben wir. Aber wir haben es hingekriegt. Ansage haben wir 4 von 13 Mal, aber die Ansage haben wir. Gut, wenn sich ehrlich bemüht, jetzt wird aber irgendwann auf den Sack. Aber wir haben es hingekriegt. Wir sind super gut gefahren. Und die nächste Route wird die 14 sein. Bis jetzt die 13 sein. So, unsere Karte wächst. Wir starten in Kassel, werden über Erfurt, Halle, Dresden, Potsdam. Ja, warte mal, ich überlege gerade, aber die lange Wegstrecke nehmen sollen. Das sind 1300 Kilometer, ihr wisst schon, was das bedeutet, ne? Aber ich würde, nee, das wird wahrscheinlich auch was, wenn wir von Hannover dann kommen oder so. Dresden, Potsdam, Magdeburg, ja, wahrscheinlich Magdeburg werden, weil dafür brauchen wir nicht mitnehmen. Genau, ja, das passt schon so. Gut, genau, in der nächsten Folge geht es dann rüber nach Magdeburg, das ist nicht allzu viele Haltestellen, aber die Strecke halt zieht sich halt ein bisschen. So, gut. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier beim Fernbus Simulator bei unserem Let's Play. Und dann quasi wieder bis zum Mittag Heimat zurückgeht. Bis dahin und tschüss.